Hey du, du bist zu meiner Geburtstagsparty eingeladen am 17.03. bei mir zu Hause. Das wird ein Mega-Ding. Ihr könnt auch zwei bis... Ach egal, nehmt so viele Leute mit, wie ihr wollt. Am besten noch was zu trinken. Für Essen sorge ich, Buffet ist da. Das wird super. Also sag kurz Bescheid, ob du kannst. Das wird super. Kommt alle vorbei! Sturmfrei, die Eltern chillen im Strandkorb auf Rügen. Hey, ich lass keine Fremden rein. Diese Antwort kann trügen, was mich anspornt zum Lügen, ist die Chance, ey, wen wundert's auf den Ruf als Veranstalter der Party des Jahrhunderts. Die Einladung gepostet im Schüler-VZ und dann die Weinsammlung meiner großen Brüder versteckt. Es läuft überperfekt, ich stehe an der Tür und entspann grad. Werd gefeiert als Champ, begrüße Homies per Handschlag. Die ich nicht gekannt hab, ey, die betteln schon krampfhaft, bis mich einer anfasst und mir zeigt, was er für'n Punch hat. Verdammt, fuck! Da draußen bollert's gegen's Haus. Oh mein Gott, wer kotzt da auf die 1000 Dollar teure Couch? Yo, ich bin Hagen und Partys sind so gar nicht mein Ding. Trotzdem werde ich heute beim Yannick meinen Abend verbringen. Ich hoffe, Sarah und Marc sind heute Abend nicht da. Sie nennen mich Spacken und Klaus, ja, und sie lachen mich aus. Nur weil ich auf dem Schulklo einmal Dünfe fasse. Aber dafür habe ich halt auch keine Fünfe Mathe. Mit Kati, dem Luder, hatte jeder schon was. Ich glaube, bei der könnte ich landen mit dem Jever vom Fass. Ich versuch sie abzufüllen, doch werd selber blau. Liegt wahrscheinlich an den Genen aus meinem Elternhaus. Und es fing lässig an, doch sie geht heftig ran. Und dabei hatte ich doch noch niemals Sex, verdammt. In diesem Viertel nennt man mich Tommy, den Vagabunden. Ich werd dauernd schlafend auf der Straße gefunden. Ist auch klar, wenn man kein Haus hat, aber Hunger, bleibt einem nichts übrig, außer draußen rumzulungern. Doch heute war es kalt und ich wollte diese eine Nacht im Heim verbringen. Doch bin durch eine falsche Tür hier hereingeplatzt. Das erste, was ich sah, waren zwei Leute, die sich stressen. Das nächste, was ich spürte, waren zwei Fäuste in der Fresse. Ich schrie wie am Spieß, ich halt die Folter hier nicht aus. Da erblickte ich einen Vollidiot mit voll der geilen Braut. Ich rief ihr noch nach, denn ich wollte auf sie rauf. Doch das letzte, was ich sah, waren die Polster auf der Couch. Okay, Party beim Yannick, das heißt Abrissstart, Meter saufen, bis wir unter den Tischen liegen, kotzen und dann Zeber brauchen. Bin hundemüde, konnte letzte Nacht nur wenig schlafen. Hast du mal eine Flat? Die Lungenflüge voller Metastasen. Ich war gar Katja, man hört, die könnte jeder haben. Doch die ist an Hagen dran, der Nerd, den wollte ich hier mal schlagen. In allen Ecken stehen Leute, die an Kebabs nagen. Keine Zeit für so einen Scheiß, ich saufe bis zum Leberschaden. Die meisten Mädels hier sind schärfer als ne Messerspitze. Doch Tommy, der Penner, stand bestimmt nicht auf der Gästeliste. Meine Olle schreit, woher kommt denn dieser Penner? Und ich schick ihn mit einer Links-Rechts-Kombi auf die Bretter. Viele Menschen in vier Wänden, ihr könnt eure Reise starten. Zu einer Party, die nie endet, die seit Herbst hier eingeladen. Hände berühren sich in Chipstüten, wir bewegen uns frei. Heute ist deine Nacht, irgendwas ist für jeden dabei. Viele Menschen in vier Wänden, ihr seid alle eingeladen. Zu einer Party, die nie endet, also bitte weiter sagen. Hände berühren sich in Snackscheiben, wir bewegen uns frei. Heute ist deine Nacht und das Leben so leicht. Ich war noch übelst vercheckt, lag noch müde im Bett. Ne Nacht von einem Typen erreicht mich bei Schüler-VZ. Es heißt, er schmeißt eine Party und sie wird legendär. Dacht mir schon wieder, ein guter Lügner mit einem schlechten Scherz. Deswegen skeptisch bleiben, kein Interesse zeigen. Denn in der letzten Zeit hat ich auch Partys kennengelernt. Ja, wo man nicht fragt, wie die Mädchen heißen, sondern wo die Gäste bleiben, denn es war oft menschenleer. Text heißt weiter, es wird die Party des Jahrhunderts. Eingeladen sind 100, dann schrie mein Magen nach Hunger. Und so scrollte ich runter, da steht Gratis-Buffet. So entschied ich aus dem Bauch heraus, zur Party zu gehen. Ja. Als ich ankam, empfing mich das Empfangskomitee und der Gastgeber beschloss, mich in die Arme zu nehmen. Und er fing an zu erzählen über belanglose Themen. Ich konnte es gar nicht verstehen, da ich ihn nicht mal kannte vom Sehen. Ich riss mich los und dann traf ich den Hagen, dessen traurige Bestimmung war es, immer zu versagen. Denn statt Mädels flach zu legen, wurde er aufs Kreuz gelegt und so fing er an zu beten, dass es vielleicht heute geht. Und er tat mir leid, verdammt, da ich auf ein Happy End hoff, dass er ein Mädel kriegt, denn ich denk oft an Stories, wo er im Kleiderschrank weinend saß zwischen Baggy Pants und Tanktop. Doch das hatte ich nur aus zweiter Hand wie beim Second Pinch. Ich versuchte mich weiter durch die Menge zu wühlen. Ich sah Text von Elf und PFC auf Schränken und Stühlen. Plötzlich sah ich Tim den Schläger angeschwipst von dem Rotwein. Er war ständig sauer und angepisst wie ein Klostein. Er schrie, Finger weg von meiner Frau, du besoffener Opa. Gegenüber in dem Raum stand ein Obdachloser, der Tommy hieß und voll gekippt war vom Wodka Cola und Tims Frau angetanzt hat mit dem Bossa Nova. Tim holte weit aus und das Ende war schon vorbestimmt. Tommy lag auf der Couch und lallte noch etwas vor sich hin. An dieser fetten Action hatte ich komplett vergessen, wieso ich da war. Als ich nachsah nach dem Essen, war es weggegessen. Viele Menschen in vier Wänden, ihr könnt eure Reise starten. Zu einer Party, die nie endet, die seid herzlich eingeladen. Hände berühren sich in Chipstüten, wir bewegen uns frei. Heute ist deine Nacht, irgendwas ist für jeden dabei. Viele Menschen in vier Wänden, ihr seid alle eingeladen. Zu einer Party, die nie endet, also bitte weiter sein. Hände berühren sich in Snackscheiben, wir bewegen uns frei. Heute ist deine Nacht und das Leben so leicht. Viele Menschen in vier Wänden, ihr könnt eure Reise starten. Zu einer Party, die nie endet, ihr seid herzlich eingeladen. Hände berühren sich in Chipstüten, wir bewegen uns frei. Heute ist deine Nacht, irgendwas ist für jeden dabei. Viele Menschen in vier Wänden, ihr seid alle eingeladen. Zu einer Party, die nie endet, also bitte weiter sein. Hände berühren sich in Snackscheiben, wir bewegen uns frei. Heute ist deine Nacht und das Leben so leicht.